Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Staxel oder Staxel. Und irgendwas ist gerade passiert. Ach, der Tag ist um. Okay. Ja, aufwachen. Das war gerade komisch. Aber meinetwegen. Ja. Seit der letzten Aufnahme ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe es ja versprochen, mehr oder weniger, dass ich mir ein bisschen Zeit lassen werde. Denn das, was ich als erstes machen möchte, ist diese Briefe hier vorlesen und... Nun gut, ich bin nicht der beste Vorleser. Das braucht ein bisschen Konzentration, dafür brauche ich Zeit. Das ist aber trotzdem mein erster Versuch. Mal gucken, ob es gleich auf Anhieb klappt. Mal sehen. Hey, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Briefkasten. Ich heiße Robin und bin einer von zwei zugewiesenen Postboten für deine Region. Ich bin hier, um dir einige Tipps zu geben. Ich glaube, Bren wollte dir etwas schicken. Aber so wie ich sie kenne, hat sie sich wahrscheinlich verlaufen beim Versuch, es zu liefern. Was ist denn das für ein Postbote? Na gut. Irgendjemand muss es ja trotzdem machen. Ich mache Witze. Schicke Hilfe. Ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Okay, also vielleicht erstmal zu Ende lesen hier. Also ist anscheinend eine gute Postbotin hier, die brennen. So. Du wirst von Zeit zu Zeit ein paar Briefe bekommen, meistens von den anderen Bewohnern, die Hilfe brauchen. Oder dir Geschenke schicken. Manchmal bekommst du aber etwas von außerhalb der Stadt. Es ist ganz egal, in welchem Briefkasten du schaust. Wir sind ziemlich gut darin, sicherzustellen, dass deine Post genau dort ist, wo und wann du sie brauchst. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, wenn du deine Post im Auge behältst, damit du nichts Wichtiges verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns einmal auf meiner Runde. Meine Güte. Aber es ist noch okay. Also, Robin, der Briefträger, hat sich vorgestellt und mir mehr oder weniger gesagt, dass ich überall den Briefkasten aufstellen kann und überall die Briefe bekomme. Und überhaupt, dass ich Briefe bekomme, mehr oder weniger. Sei gegrüßt von Bren. Hallo, ich trage Briefe aus. Ich schreibe sie nicht. Viele Grüße, Bren. Na doch, einen Brief hast du jetzt geschrieben. So, Glückwunsch, Gemurmelkonsortium. So, was kriegt man denn? Wir kriegen so ein Ding hier. Glückwunsch, deine Insel wurde zufällig bei einer unserer Lotterien ausgewählt, um insgesamt 2000 Blütenblätter zu erhalten, die zufällig im Dorf verteilt werden. Möge dein Anteil dir viel Freude bereiten. Danke für fortlaufende Unterstützung. Okay. Ja, nehmen wir mal. Ich habe 10 Blütenblätter erhalten. Das ist aber nicht das gleiche. Aber egal. So, jetzt der Halloween-Brief. Time to test spooky. Remember to visit Brick at Merchant Stores in town for some Halloween-Items. Ja, das Halloween-Advent ist prinzipiell vorbei. Aber wir können ja trotzdem mal hier die Items anfordern. Wir kriegen ein paar Blueprints und so ein Ding hier. Hoppla. Okay, das war's dann. Also, ich fordere mal meine Items an. Werwolfbox, Vampirbox und das war viel zu schnell weg. Und eine Kürbisschnitzstation haben wir bekommen. Ist das jetzt alles mein Inventar? Ja, ich habe genügend Platz gehabt. Sehr schön. Weißes Blütenblatt. Das könnte das sein, was ich schon vorher hatte, oder? Ist ein bisschen deplatziert, finde ich. Die Blueprints musste ich einfach nur benutzen, oder? Und dann hatte ich die schon, glaube ich. Ich lege die einfach mal hier rein, damit ich die dann wirklich benutzen kann. Einprägen, Steuerung. Du kennst dieses Rezept bereits. Ach, das ist aber schön. Okay, meinetwegen. Kann ich die dann verkaufen? Mal sehen, wir gehen mal zu einem der Händler und schmeißen diese Rezepte in die Sellbox. Vielleicht kriegt man noch ein bisschen Geld da draus. So. Ach übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, es gab ein Update von Staxel und ich habe mal aus Spaß eine neue Testwelt gemacht mit einer etwas größer halt und war ein bisschen überrascht, dass die Stadt dann auch ein bisschen größer erschien. Aber ich glaube, ich will trotzdem mit dem Spiel hier weitermachen, weil wir haben ja schon so viel erreicht. Können wir dann nicht einfach damit aufhören? So, hier sind die Verkäufer. Kann ich das? Rechte Taste. Ah ne, platzieren erstmal. Und dann? Wow. Okay.
Also, mal gucken, ob du mir hier mehr gibst. Nein. So, du kriegst auch noch ein Rezept. Ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber eigentlich soll das ein entspanntes Let's Play werden. Also werde ich das jetzt nicht hetzen, sondern einfach mal genießen. So, jetzt nochmal. Jetzt hat's geklappt. Und wir haben ein bisschen Geld wiederbekommen. Ach so, ein Tag ist ja vergangen. Direkt, dass ich das Spiel gestartet habe. Ich muss jetzt erstmal meine Felder gießen und so weiter. Und wir haben 2 Kühe in der letzten Folge bekommen. Ja, so langsam, aber sicher kommt die Erinnerung wieder. So, da war meine Farm. Konnte ich irgendwie rennen? Also wenn, dann fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich glaube, ich konnte sowieso nicht rennen. So. Das sieht jetzt seltsam aus, wenn ich in die Nähe von irgendwelchen Objekten komme. Bewässern Steuerung. Sieht schon fast fertig aus. So, geschafft, juhu. Unser kleines Feld. Und die Katze, die muss ja auch gesteuert. Nein. Luna ist hungrig. Ich glaube, die Katze ist sowieso die ganze Zeit hungrig. Ich würde mein Geld, ehrlich gesagt, lieber in was anderes investieren. Hatte ich nicht noch. Mal sehen. Hier, das sind meine. Ob nicht Objekte, das waren meine. Aufträge. Aufträge, genau. Hatte ich erstmal noch keine weiteren. So, ich quatsche einfach mal mit denen. Mal gucken, ob du einen Auftrag für mich hast. Irgendjemand beschädigt ständig mutwillig das Schild des Rathauses. Ne, das mache ich ne. Es wird mit dem Post. Ostern von Ausrasten von süßen Katzen. Von zum Ausrasten süßen Katzen zugeklebt. Okay. Du hier zufällig? Professor Hen, du musst unbedingt einen Angelplatz bauen. Wenn nicht, dann sterbe ich noch vor Hunger im Jahr. Das wirst du doch nicht, oder? Benutze dieses Schild, um das Gebiet zu markieren. Du kannst den Steg an einem Teich oder Meer errichten. Eigentlich ist es egal. Lass mich einfach nur fischen, ja. Du wirst diese Blaupausen brauchen, um einige Teile herzustellen, ja. Es gibt 3 Hauptbestandteile, die du brauchen wirst. Du kannst wahrscheinlich ein Fass in der Nähe der Farm finden. Oder du kaufst dir eine Blaupause im Handwerkerladen. Oder baust dir eins. Das Fischgestell wird ein Kinderspiel, ja. Der Handwerkerladen führt alles, was du dafür brauchst. Ich glaube, die Köderbox wird am schwersten. Sie ist jedoch auch am wichtigsten, ja. Ich glaube, du wirst dafür den Kombinator im Lebensmittel kaufen müssen. Der Handwerkerladen sollte jedoch Schnittstationen verkaufen. Du wirst auch ein Insektennetz besorgen und ein paar Käfer fangen müssen. Aber mach dir keinen Kopf. Wenn du mal was vergisst, dann. Was? Wenn du mal vergisst, was du alles brauchst, Mia. Sobald das Schild erstmal steht, kannst du jederzeit nachgucken, was dir noch fehlt. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du alles hinbekommst. Oh Gott. Mein Tagebuch wurde aktualisiert. Das war doch mein. Sollen sie doch Fisch essen? Das ist doch mein Tagebuch hier, oder? Ah, hier steht dann noch immer alles drin, was die Gute mir gerade gesagt hat. Wir suchen jetzt erstmal einen Platz dafür. Wir sind ja schon mal hier so ein bisschen ans Meer gegangen. Ist eigentlich auch relativ nah, das Meer. Ich frage mich gerade, ob die Insel da zu der Seite dann zu Ende ist. Oder wie groß überhaupt die Insel ist. Geh mal so ein bisschen. Bin mir nicht sicher, ob das hier die Küstenlinie ist. Hier hinten, seht ihr das? Ich würde einfach mal gerne die Insel ein bisschen erkunden wollen. Weil es eine Insel ist. Na doch, ich glaube, es ist immer eine Insel, aber die kann schon ziemlich groß sein. Sowas in der Richtung. Da gehe ich jetzt einfach mal hier ein bisschen erkunden. Und während ich erkunde und versuche, so ein bisschen auf die Gegend aufzupassen, wollte ich noch euch erzählen, warum ich jetzt überhaupt wieder Stacksel spiele. Das hat ehrlich gesagt gar nichts mit Stacksel zu tun, sondern mit Farming Valley, das andere große Farming-Spiel auf meinem Kanal. Was ja ein bisschen stärker ins Stocken geraten ist, weil ich ja da ganz stark mit den Zombies zu kämpfen hatte. Und ich bin ganz ehrlich, das hat am Ende gar keinen Spaß mehr gemacht und das Spiel ist ja so ein bisschen stecken geblieben. Achso, ja. Stimmt, ich glaube, wenn ich die Dinger hier einsammle, dann verbrauchen die auch Lagerplatz. Okay. Achso, die kann ich ja mal lernen. Die Dinger hier.
So, habe ich mir eingeprägt, habe ich mir auch eingeprägt. So, wenn ich unterwegs ein bisschen Müll finde, kann ich ihn auch ruhig mitnehmen. Die Bäume sehen ganz hübsch aus. So. Und ein Käfer, den ich leider nicht fangen kann. Aber an sich ganz hübsch hier. Das hier sieht ein bisschen merkwürdig aus, ich gebe es zu, aber ja, gut. Ich glaube, da hinten ist schon das Meer. Also so groß ist die Insel dann eben doch nicht. Also sie ist schon groß. Ich bezweifle, dass wir jemals hier die ganze Insel vollbauen werden. Und wenn, dann wäre das auch ziemlich cool. Aber es gibt doch so ein bisschen so das Gefühl von Beschränktheit. So, man kann hier nicht wirklich viel mehr erkunden. Also, dass wir alles zubauen werden, das ist die eine Sache. Aber dass es hier nichts mehr dann weiter zu erkunden gibt. Oh, hier, das ist hübsch. So ein kleiner Teich hier. Mal sehen. Ich will, wie gesagt, trotzdem erstmal mit dem hier weitermachen. Einfach so. Achso, ich wollte über Stardew Valley reden. Beziehungsweise über Farming Valley. Genau, Farming Valley. Das Modpack hat ein Update bekommen. Sieht super toll aus. Ich wollte unbedingt ein bisschen weiterspielen und dachte mir, dann machst du auch das Let's Play gleich weiter. Und ich habe jetzt vor dieser Folge von Stexel ein paar Folgen Farming Valley versucht aufzunehmen. Aber das hat nicht wirklich geklappt. Und hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen in der Meinung bestärkt, dass dieses Let's Play so erstmal nicht weitergeht. Ich muss zugeben, die letzte Folge war ja schon ein bisschen improvisiert. Da hatte ich ja dann nur noch im Schnellvorlauf alles laufen lassen und ein bisschen nachkommentiert. Selbst das hat mir nicht gefallen, weil einfach das Gameplay an sich nicht unbedingt das Schönste war. Ich meine, gut, was macht man denn hier? Ich laufe hier einfach durch die Gegend und gucke mich ein bisschen um. Und suche jetzt erstmal einen Platz für den Fischer. Für das Fischerdings, was ich machen soll. Hier ist ein kleiner Teich, das dürfte doch eigentlich reichen, oder? Das wäre jetzt nicht so weit weg vom Schuss. Aber eigentlich gehört das doch ans Meer, oder? Obwohl, so an der Küste direkt fischen macht eigentlich auch relativ wenig Sinn. Wenn, dann müsste man ja richtig ins Meer gehen, um ordentlich zu fischen. Weil sonst ist es relativ albern. Ich kann ja mal platzieren. Ach so. Na, das wurde immer noch nicht gefixt. Mal sehen. Also größer ist das auch nicht. Ich bezweifle gerade, dass es dass es unbedingt der Teich sein muss. Ich glaube, das werde ich sowieso gleich nochmal umändern. Und zwar mit dem Hammer hier. Okay. Ich muss dann mal ein bisschen recyceln gehen. Aber, ich wollte mich erstmal hier erkundigen. Wasser, 14 Stück. Okay. Und 10 Holz müssen irgendwie verbaut werden. Interessant. Machen wir es erstmal wieder kaputt. Jetzt habe ich es auch gleich erhalten und ich gehe mal da oben hin. Jetzt wäre es irgendwie schön, sozusagen eine Markierung zu haben, nach der ich dann laufen kann. Ich bin jetzt gerade ein bisschen noch verwöhnt von den ganzen Features, nenne ich es mal, von Farming Valley. Da gibt es ja so eine ähnliche Möglichkeit. So, ich glaube, das hier reicht zu. Das sah jetzt auch nicht so spektakulär aus. Und wenn, dann baue ich es irgendwann mal um. Ach so, das Schild umdrehen, ne? Mal weg mit dir. So, und jetzt mit C. Und da kann ich das auch wieder drehen. Und da sieht das ein bisschen hübscher aus. So, 14 Wasser ist immer noch. 10 Fischgestell, Köderbox, Fass. Ich werde das Ding komplett vergessen und niemals mehr aufbauen oder so. Fischgestell, Köderbox, Fass. Ich versuche es trotzdem mal, mir ein bisschen zu merken. Meine Farm, ist die zufällig in der Nähe? Ne, da hinten ist die doch, oder? Moment mal, habe ich das richtig gesehen? Das hier könnte auch ein Teich sein. Teich sein, oder das da. Wenn das ein Teich ist. Ich kann das ja sowieso nochmal aufstellen, wenn es doch nicht das Richtige ist, aber ich nehme das Schild jetzt nochmal mit. Und wenn das da hinten ein Teich ist, dann wird das unser neuer Angelteich. Das da. Sieht zumindest sehr verdächtig von der Farbe her aus. So, wir haben Kühe bekommen. Eigentlich müsste ich mal diese Kühe
in die Freiheit entlassen, aber dann müsste ich sie auch füttern. Das ist, na, ist das ein Trampolin? Zeitgenössischer Tisch. Okay, wie komme ich darauf, dass es ein Trampolin sein könnte? Dafür reicht's gerade und gerade nicht. Zwiebelsamen. Da könnte man ein paar mehr bauen. Oder gleich einen Baum. Irgendwie hätte ich jetzt Lust auf einen Baum. Mach ich das doch mal. So, ich wollte da hin. Bevor ich mich habe ablenken lassen. Ich glaube nicht, dass das Wasser ist. Nein. Fühlt sich sehr fest an. Da haben wir noch einen Teich. Und hinter meiner Farm ist noch ein Teich. Und ich glaube, der Brunnen oder was das sein soll, das könnte man jetzt auch zum Stadtteich umdeklarieren, zum Fischerteich. Wie auch immer. Ich gehe mal dahin. So. Ich hoffe, dass mit den... wie nennt man das? Mit den Transitions hier, das wird noch ein bisschen besser. Aber das Spiel ist ja noch in Entwicklung. Ja, komm, das geht. Ich frage mich gerade, wie die Wasserdynamik in dem Spiel ist. Wenn ich jetzt hier ein bisschen was wegnehme, fließt das dann da rein wie bei Minecraft? Oder? Also ich will jetzt nicht zu viel von dem Spiel erwarten, aber es wäre cool. Schaufel. Am Ende kann ich das Wasser abbauen. Erstmal das hier wegmachen. Und... ja, das ist jetzt nicht so. Du brauchst einen Schwamm, um das ein... Was brauche ich? Um das zu einweichen. Okay. Aber das Wasser ist hier einfach zu Ende. Na, schade. Aber das wird vielleicht noch, das wird vielleicht noch. So, platziere das mal wieder dahin. So. Und, ich muss mich... Hilfe! Steuerung! Hacke. Dich brauche ich. Genau, jetzt ist nämlich das hier dran. Der Apfelbaum. Ich glaube, der Apfelbaum wird eine Weile da bleiben. Also müsste ich mir eine relativ gute Stelle dafür suchen. Nicht so das Improvisorische, was sowieso die ganze Zeit sicher wieder verändern wird. Sondern doch ein bisschen fester. Ich glaube, bis hier hinten wird sich jetzt nicht so viel verändern. Mal sehen, funktioniert das? Mehr Platz zum Wachsen. Okay, dann guck mal doch mal. Reicht 2x2? Mein Gefühl sagt mir eher nicht. So, aber das müsste jetzt reichen wahrscheinlich. Ja, okay. Und diese Pflanze muss nicht gegossen werden. Sehr schön. Ich gieße aber trotzdem, einfach so, weil ich nett zu ihr bin. Bewässern, untersuchen. Wächst prächtig. Okay, das hören wir doch gern. So, ich glaube, für den heutigen Tag ist jetzt eh alles getan. Ich gehe mal schlafen. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob und wie viel das bringt, aber wir können ruhig mal den Tag weitergehen lassen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Geld. Ja, ich wache auf. Das bin ich. Und, ach so, Leertaste. So, jetzt geht's weiter im Spiel. Ja, erstmal. Genau. Nein, das ist die Leertaste. Meine Güte, wann gewöhne ich mich da dran? So, hier. Na. Okay. Wollte nur nochmal sicher gehen, dass ich auch wirklich gespielt habe. So, und du wirst gestreichelt. So. Und jetzt ist eigentlich gar nichts mehr großartig zu tun. Genau, ich wollte den ganzen Müll loswerden. Das stelle ich mal zur Seite. Und jetzt packe ich mal den ganzen Müll hier hoch. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann eh nur eins da reinpacken, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was man damit macht, aber... Ich glaube, der arbeitet schon, oder? Hier. Aufheben. Ah, okay. Prozessed Carbon Cube.
Aber das sind ja unterschiedliche. Metal, Carbon. Mal sehen. Ein grünes Blatt, wo habe ich das jetzt herbekommen? Im Zweifel verkaufe ich den ganzen Kram einfach. Ich glaube, das ist noch Abfall. Bechersaft nicht unbedingt. So, mach irgendwas Nützliches draus. Oder auch nicht. So, da haben wir wieder so ein Metal Cube. Und jetzt leg mal dich da rein. Ich glaube, das war's. Nee, das war's noch nicht, dein Abfall. Aber ich kann ja hier noch ein bisschen umher irren und was anderes machen. Ein paar Bäume fällen oder so. So, es tut mir leid für dich, Baum, aber... So. Ich hoffe, wir können dann wieder Bäume pflanzen, weil der sah eigentlich ganz hübsch hier aus. Aber der passte dann eben doch nicht so gut rein. So. Hier lässt sich schlecht unterscheiden, was... was Deko ist und was Müll ist. Sumpfstein. Okay. Noch ein Sumpfstein, aber ein anderer. Dieses ist eigentlich hübsch. Aber, naja. Aber ich will jetzt erstmal hier den Müll sozusagen loswerden. So, da haben wir unseren Plastik-Cube. So, rein mit dem Müll. Habe ich den nicht gerade eingesammelt? Oder respawnt das Zeug eben so schnell? So. Komme ich eigentlich noch hier hoch? Ist ja eigentlich auch nicht wichtig. Den Zaun könnte man vielleicht noch ein bisschen reparieren. Neu setzen. So, Hacke brauche ich jetzt am wenigsten. Dann... Ach so, ich werde wahrscheinlich die Maustaste... Ah, der Baum. Ah, schade drum. Sehr schade drum. Aber... So, 22 Holz nur. So ein riesiger Baum und der hat nur 22 Holz gebracht. Bisschen wenig, also wirklich jetzt. So, wo ist mein Hammer? Habe ich den schon wieder zur Seite gelegt? Nein, der müsste neben den Kühen sein. Da ist er doch. So, ich will nämlich hier auf die Ausrichtung aufpassen. Genau. So. Würde ich jetzt einfach mal das hier schließen. Na. Krieg mal das so hin, dass das hübsch aussieht. Also so ein Dreierding. T-Kreuzung. Mit C. Mal gucken, ob C besser funktioniert. Ja. Okay. Das haben sie doch einigermaßen gut integriert. Ich glaube, das hier ist auch ein Baum. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber könnte sein. Ja, das hier sieht auch nicht so hübsch aus. Habe ich Erde oder sowas? Ja, ich habe Erde. Pack mal dort die Erde rein. Und bauen dann hier den Zaun erstmal zu Ende. Hm. Ja. Jetzt muss ich das leider nochmal kaputt machen. Fangen wir dann hier auch so an. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht von hier aus. Das muss weg. Die auch. So, und der wird dann... Den hat er automatisch eingesammelt, die anderen aber nicht. Nee, den hat er dahin teleportiert. Wieso auch immer. Ist mir jetzt auch egal. Ja, ich drücke diese Taste. Hm, wieder vertippt. Hm.
aber eigentlich trotzdem sehr entspannt, finde ich. Also, was heißt eigentlich? Natürlich ist das sehr entspannt. Ich meine, ist jetzt nicht so schwierig. Komm, Katze, geh mal zur Seite. Was das der Grund ist? Ich glaube ja. Ach ja. Auf jeden Fall. Schaffbar. Im Gegensatz zu irgendwelchen Zombies bei Minecraft. Ach so. Ah, jetzt habe ich nicht mehr. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Zäune. Ich glaube, ich muss mir das dann doch nochmal ausleihen, bis ich mehr davon habe. So, aber dann kommt es ja wenigstens gerade hin so. C. Na. Ja, passt schon. Ist okay. So. Dann haben wir hier sozusagen einen Stall. Eine Tür bräuchte das Ding noch. Ja, ich habe ja auch ein bisschen Wasser. Ist auch ganz nett. Was ist das hier? Auch irgendwas, was ich mit dem Hammer kaputt machen kann. Lose Ziegelsteine. Das ist alles so Deko. Das sollte... Aha. Das brauche ich doch jetzt noch gar nicht. Das brauche ich später dann. Habe ich drin zufällig schon einen Schrank? Ja, dann kann ich das mal da rein platzieren. Diese Sumpfsteine. Ach, Ziegelstein ist jetzt auch schon da drin gelandet. So. Das lege ich mal alles dahin. Ja, das kommt jetzt auch in den Schrank. Von mir ist auch das Blatt. Namensformular. Weiß ich noch gar nicht, wozu ich das gebrauchen könnte. Das packe ich jetzt noch in den Schrank. Becher Saft. Ich glaube, man kann den trinken. Ich glaube, beim Testspiel habe ich sowas Ähnliches gesehen. So. Das Blatt da rein. Den komischen Ball. Und die Kollektion an Gesteinen. Aber ich finde das eigentlich ganz hübsch so. Das nehme ich mal mit. Was ist das? Tonkrug. Meinetwegen. Und einfach bequemer Stuhl, warum nicht? Noch irgendwas, was ich platzieren will. Genau, das will ich eigentlich mal platzieren. Ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen, meine Werkzeugleiste. Also Werkzeug wirklich hier an die ersten Stellen. Zumindest das, was ich regelmäßig brauchen werde. Hammer, das hier brauche ich auf jeden Fall. Das auch ab und zu. Die Dinger will ich jetzt einfach mal aufstellen. Da können wir wieder ein bisschen Müll bearbeiten. Ja, ganz hübsch. So, wo platzieren wir den Schrank? Nein, das gefällt mir nicht. Nochmal neu. Ja, wollte ich doch gar nicht. Wieder dahin damit. Und der Schrank jetzt hierher. So, dass der mich anguckt. Ah! Okay, ich kann noch eine Brille und einen Hut aufsetzen. Ah, okay. Und das, was auf der linken Seite war, das ist wahrscheinlich das, was ich hier oben habe. Glaube ich zumindest. So, die Kürbisschnittstation. Zumindest vorübergehend. Platziere ich mal hier hin. Ist das die richtige Seite? Ich glaube, das ist die richtige Seite. Muster einschnitzen. Na, jetzt sowieso nicht. Was hat man noch? Die Kühe, die bleiben ja außen vor. Das bleibt außen vor. Ich setze das mal hier alles unten, unten hin. Ja, wer weiß. Vielleicht muss ich hier nochmal... Ja, okay. Ja, ich mag Ordnung. Ich mag Ordnung. Und ich verlaufe mich. So, nächster von diesen Dingern. Und hier hast du eine Zeitung. Genau, ich wollte noch ein bisschen in der Stadt nachgucken.
Wir haben noch 44. Ich glaube, das reicht sogar für ein paar Zwiebelsamen. Warum nicht? Und ich glaube, wir können mit den Leuten reden und eventuell haben die dann noch weitere Aufträge von uns. Eines Tages besorge ich mir einen Autoreiniger. Er wäre zwar nicht annähernd so effektiv wie ich, aber wenigstens würde er mir etwas Arbeit abnehmen. Vielleicht kann ich Cecil überzeugen, mir einen zu bauen. Ja, viel Spaß dabei beim Überzeugungsversuch. Ich bezweifle sehr ein bisschen, dass irgendjemand Lust hätte für dich da so ein Reinigungsgerät zu bauen. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass er ein bisschen anspruchsvoll ist. Und obwohl er schon sagt, das kann ja nie so gut werden, würde er dann trotzdem wahrscheinlich alle wahnsinnig machen. Oh, die Dinger. Ich weiß nicht, ob die Geld bringen, aber ich kann mir zwei davon kaufen. Eventuell ist das die Mega-Schiedfrucht, aber das wird man jetzt gleich rausfinden. Das ist ja eine aus den Mods, was ich mir da gerade gekauft habe. Das könnte was Interessantes sein. Außerdem habe ich sie ja extra runtergeladen. So, ich gucke hier mal so heimlich in deine Bücher mit rein. Ah, was hast du denn hier? Wenn du wissen willst, wie die Lichter funktionieren, kann ich dir nicht helfen. Zahllose Forschungsprojekte blieben ergebnislos. Wir haben die Existenz von lichterzeugendem Äther widerlegt. Es gibt keine lichtausstrahlenden Photoenergiequellen und es ist definitiv keine Magie. Ach so, die Lichter hier. Ach so, die funktionieren einfach. Obwohl Magie könnte es ja rein theoretisch geben. Es ist ja, ich glaube, das ist immer noch so an diese Spiele angelehnt. Ach so. So. Die leuchten schon ein bisschen, das ist hübsch. So, die wachsen noch. Und wir haben wieder so ein Ding. Ah, ich kann gleich zwei auf einmal da reinlegen. So, kann ich dann auch. Nee, ich kann es jetzt nur anhalten. Ah, okay. Ja, faszinierende Technik und so weiter. Eigentlich gibt es jetzt gar nicht so viel zu tun, glaube ich. Es ist erstmal wirklich am Anfang sehr, sehr viel Grinden. Wir könnten unsere Kühe aufstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, die brauchen Futter und habe jetzt nicht so Lust, den Kühen beim Verhungern zuzugucken. Ah, ich bin das aus zahlreichen anderen Spielen so gewohnt, dass wenn ich zum Beispiel dich hier hinstelle, dass ich dann den Block in der Hand hätte, anstatt dass das eins zu eins getauscht wird. Obwohl das natürlich keine schlechte Idee ist, das so zu handeln, aber ich will es trotzdem anders machen. So. Ich höre Geräusche so in der Richtung von. Ah, Master Compactor. Es klingt so, als wie die Schmiede aus den alten Siedlerteilen oder so. So ein bisschen, finde ich. Als wenn der wirklich so einen Schmied auf den Hammer haut. So, wir haben keine neuen Briefe. Angelplatz wird dauern. Wir müssen wirklich erstmal Geld sammeln. Wir können auch ein bisschen gucken, ob wir hier Müll finden oder so ein Kram. Die Insel ist eigentlich so gut wie erkundet, oder? Wir könnten ja mal hier in dieses Stückchen Wald, was so ein bisschen anders aussieht als die anderen Wälder, reingucken. Na, Schmetterling, bist noch verschont von mir. Ah, hier gibt's auch Fässer. Sagt dir niemand, dass ich die von meiner Farm klauen muss. So, damit haben wir schon mal ein Fass. Für unseren Fischerplatz dann später. So, und jetzt einfach mal hier in den Wald gucken. Vielleicht können wir noch ein oder zwei Bäume fällen. Warum nicht? Du musst jetzt dran glauben. So, vier Rohholz. Das war's? Okay. Das ist wirklich ein bisschen wenig und ein bisschen schade. Ah.
Ich kann so ein Ding hacken. Da gibt es zumindest ein Rohholz. Das ist effektiver als den ganzen Baum abzuhauen. Abzuhacken, meine Güte. So, jetzt hänge ich irgendwo fest. Ja, und mir wird so langsam aber sicher auch wieder ein bisschen schlecht. Oh, wir haben einen Berg hier. Das ist ja auch nicht schön. Auch nicht schlecht. So, ich erkunde jetzt nochmal diesen Berg hier. Soweit wie das möglich ist. Und eventuell war ich sogar schon mal hier oben. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, die ganze Szenerie. Komme ich hier hoch? Ah, komm, bitte. Eine Spitzhacke brauchte ich doch, oder? Genau, eine Spitzhacke, um Steine klein zu machen. So, vielleicht komme ich ja hier hoch. Das könnte was sein. Ja. Okay, das ist hoch genug für mich. Und jetzt schauen wir nochmal über unsere prächtige Insel. Und diese gewaltige, nicht ganz runde Sonne. Das wirkt ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, die... Also wenn man die echte Sonne guckt, dann wirkt die ja auch nicht wirklich kreisrund. Dann sieht die auch so ein bisschen verbeult aus. Aber ich dachte immer, das liegt mehr daran, dass das halt wehtut im Auge, wenn man das tut. Ich meine, die Sonne wäre schon relativ rund. Also ich weiß, dass sämtliche Planeten nicht hundertprozentig rund sind, aber das ist ja in Anführungsstrichen logisch. Aber die Sonne könnte es doch eigentlich sein. Maximal, dass sie ein bisschen zusammengedrückt ist. Ich glaube, sie ist ein bisschen zusammengedrückt, aber ansonsten... Mein Gott, ich werde jetzt philosophisch. Das wollte ich doch gar nicht werden. Bevor ich noch mehr sinnloses philosophisches Zeug quatsche, möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die nächste Folge wird eventuell ein Schnelldurchlauf. Denn ich weiß jetzt nicht, was ich hier so großartig zu erzählen habe. Denn na, jetzt gibt es erstmal wirklich nur Grinden. Wir warten auf unsere erste Ernte. Gut, die könnte man an sich kommentieren, wenn dann endlich was geerntet wird. Aber... Das sind dann 2, 3 Sätze und das war's dann auch wieder. Ja. Du wirst langsam müde. Oh, ich habe irgendwie Lust, herauszufinden, was passiert, wenn ich sozusagen umkippe. Kippe ich dann einfach so um? Vielleicht war das das, was am Anfang der Folge passiert ist. Wo es so ein bisschen komisch geladen wurde. Das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Aber, ja. Ich zögere die Folge immer weiter hinaus. Ich will das eigentlich gar nicht. So, jetzt aber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.